Was geht ab, meine Ring Life Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, wir stehen jetzt hier gerade vor dem Multiversum in Vienna, in Wien. Sind seit gestern Abend hier und wir begleiten jetzt gleich das Sparta-Event, wo auch unser Bruder Islam Dulatov kämpft. Publikum steht schon über 8 Blocks entfernt. Ich musste 5 Kilometer entfernt wegparken, um bis hier in die Halle zu kommen. Labern wir nicht lang. Geh mal rein. Komm. Auf jeden Fall mal schon mal eine richtig geile Show, die hier aufziehen. Schauen wir mal, was uns noch erwartet heute. Der Fight ist jetzt ein interessantes Matchup, weil der eine, der kommt anscheinend aus Frankreich, der war jetzt irgendwie 8 Jahre im Knast, ist jetzt rausgekommen und macht direkt einen Kampf. Voll die wilde Story. So Undisputed-mäßig, weißt du? Juri Boyka ist das. Bin mal gespannt, was er drauf hat. Das ist mal wieder der Beweis dafür, dass Muskeln alleine nicht viel heißen. Du kannst aufgepumpt, aufgebaut sein, wie du willst, aber wenn du nicht kämpfen kannst, kannst du mal nicht kämpfen. Schade. Jetzt wird es auf jeden Fall interessant, weil hier trifft jetzt ein bisschen so eine Fußballsache aufeinander. Der eine kämpft für eine Mannschaft, der andere kämpft für die andere Mannschaft. Auch wenn der eine, dieser Tupi, eine Glatze hat und ich normalerweise immer für Glatzköpfe bin, muss ich in diesem Kampf auf der Seite von dem Rainer sein, weil der hat gestern bei der Waage Ringlife Pullover und Ringlife Jogginghose getragen. Mannschaftskollegen, ne? Und die machen hier richtig geile Stimmung. Also ich habe selten so eine geile Stimmung in einem Fight-Event erlebt. Ja, wo sind die? Danke. Alter. Ich bin nie so aufgeregt gewesen in meinen eigenen Kämpfen, wie wenn ich Kämpfe von Freunden anschaue. Niemals. Wir wissen ja, du warst ja ein bisschen krank vorher, vor ein paar Monaten. Genau. Du hattest ja ein bisschen Lungenprobleme, Herzprobleme. Genau. Hast du dich gut regeneriert? Ja, Gott sei Dank habe ich gut regeneriert und ich bin auf jeden Fall bereit, diesen Kampf zu machen. Ja. Kurze Prognose für den Fight? Erste Runde K.O. Genau meine Prognose, Bruder. Mehr will ich nicht. Viel Erfolg auf jeden Fall. Danke vielmals. Sobald er mit dem Rücken am Käfig steht, fängt er an zu schwingen wie der übelste Psychopath. Übertrieben unterhaltsam gerade. Let's go, das ist der Kampf, für den wir gekommen sind. So, auf geht's. Kampf beginnt. Explosiv, explosiv. Das Spiel beginnt explosiv, gefährlich. So, Islam wachsam bleiben.
Schön, gute Knallerende. Oh oh. Keine gute Position gerade für Spirk. Oh shit, das könnte gleich vorbei sein. Das ist gleich vorbei. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Gut, kurzer Prozess, ja. Ich hätte mir schon gewünscht, dass sie noch ein bisschen länger im Stand gegeneinander kämpfen. Gewinner. Via Submission in der ersten Runde via Arm Triangle Choke. Islam the Ripper Dunagor. Vielen Dank, Bruder. Ey, der Junge ist so ein stabiler Junge. Immer egal, wo ich kämpfe, der support mich, ist immer am Start. Bruder, wenn du meine Hilfe brauchst, egal was du weißt, Bruder. Danke, danke. Immer am Start, Bruder. Ja. Ich bin hier immer wieder mit meinem Glatzenbro Armin am Start. Bruder, du hast ja jetzt den Islam begleitet so die Woche. Was war so dein Gefühl in der Woche? Wie war das Training, alles drumherum? Das Training, ich habe ja jeden Tag trainiert. Ich habe meinen Kopf hingehalten, wie ihr seht. Wir haben die ganze Simulation gemacht. Also wirklich, Tag für Tag ist er stärker, fokussierter, hat noch mehr Feuer in den Augen bekommen und er wollte einfach nur noch kämpfen. Also ich wusste es, dass er gewinnt, nur ich wusste nicht wie. Ich habe auch schon gehofft auf erste Runde K.O. und er hat es geschafft. War das dein nächster Kampf? 3.6. Wir sehen uns. Okay, wir sind wieder dabei zum Unterstützen, auf jeden Fall. Es ist mal wieder an der Zeit für ein kurzes Fazit. Wien war richtig geil. Absolut heftige Community vor Ort am Start. Hätte nicht erwartet, dass wir in Wien tatsächlich so viele Ringlife-Gangmember dabei haben werden. Also ich bin auf jeden Fall positiv überrascht. Und es waren auch richtig stabile Jungs. Junge, alle durchtrainiert, richtig fit und so. Ehrlich, heftig. Das Event war geil. Ich werde auf jeden Fall demnächst nochmal zurück nach Wien kommen und dort mal ein paar Videos drehen, weil das hat mich wirklich, ja, hat mir echt gut gefallen. Freunde, wir sind am Ende von dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann ihr wisst Bescheid. Drückt den Daumen hoch, alles andere Zeug. Checkt Ringlife Drop aus, wenn ihr noch ein paar Ringlife Shirts oder so haben möchtet. Und wir sehen uns schon im nächsten Video. Bis dahin, Freunde, bleibt alle gesund. Passt auf euch auf und Kuss geht raus. Ciao, ciao.